Hallo zu einem weiteren Vlog. Einmal kurz zur Erklärung. Letzte Woche ist ausgefallen. Es ist letzte Woche echt nicht viel passiert. Und ich war irgendwie super müde die ganze Zeit und voll schlapp und so. Und ich schieb's einfach mal auf das Wetter, dass es halt so kalt und düster war und so. Und dass sich einfach auf mich übertragen hat. Deswegen habe ich gedacht, das bringt letzte Woche nichts. Aber jetzt sind wir wieder da. Ich bin gerade bei meinem Papa im Büro und werde jetzt weiter Akten ordnen und so einen Spaß. Und ich habe gestern, also am Wochenende, ganz viele Bestellungen bekommen, das ist passiert. Und ich habe viel gestreamt und habe jetzt alle Bestellungen fertig. Fahre die gleich zur Post, bevor ich nach Hause fahre, zum Mittagessen machen. Und heute kommt noch eine Freundin zu Besuch und wir arbeiten zusammen, Vision. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, irgendwie alles schon ein bisschen stressig, obwohl es gar nicht so stressig hätte sein müssen. Und nicht geschminkt, aber dafür frisch gewaschen Haare. Man kann nicht immer alles haben. Hallo zu diesem Dienstag. Was ist denn hier mit meinem Pony los? Ich bin jetzt gerade noch bei meinem Papa im Büro und helfe ihm weiter Akten ordnen und so ein Kram. Und fahre jetzt gleich aber schon wieder Richtung nach Hause, beziehungsweise erst noch zur Post Bestellungen wegbringen. Vielen, vielen Dank dafür! Und ja, dann gibt's Mittagessen und dann werde ich zu Hause ein bisschen arbeiten. Ich bin sehr gespannt, was heute so auf mich zukommt, weil ich habe mich eventuell auf ein Inserat gemeldet für ein Ladenlokal, was ich mir überhaupt nicht leisten kann. Aber ich will einfach mal gucken, was passiert und ja, ich will mir das leisten können. Ich weiß nicht, was passiert. Ich bin gespannt, was zurückkommt und ja, bin sehr aufgeregt. Dann oder nicht? Ich höre lieber glückliche Musik von Menschen, die happy sind. Das Leben ist schon traurig. Ja! Ja. Wieso machst du das immer wieder? Ich dachte, wir müssen mit deinem Mädchen sterben. Ich habe Kopfhörer auf, ich habe dich nicht gehört. Ich habe mich nicht gefragt. Ich dachte, du bist im Internet. Ich bin auch im Internet. Das weißt du so? Ich konnte nur ausbewahren, wenn du vor deinen Fans bist. Ich wollte nur die Nebelmaschine abholen. Hört noch nicht jetzt. Jetzt haben auch alle einen Herzinfarkt im Chat. Sehr gut. Guten Morgen. Ich bin immer noch sehr mitgenommen wegen gestern. Gestern hatte ich nämlich einen richtig coolen 12-Stunden-Stream auf Twitch. Ich denke auch, dass ich die ein oder anderen Ausschnitt hier noch reingepackt habe, weil es doch einmal ganz lustig wurde. Und ja, ich habe mich die Woche wieder sehr wenig gemeldet, denn ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Doch, ich glaube, ich habe es erzählt. Ich habe mir ein Ladenlokal angeschaut und ja, ich war sehr viel mit meinen Gedanken alleine und habe halt darüber nachgedacht, ob ich mir das wirklich leisten kann, ob ich mir das leisten will, ob ich das wirklich versuchen will, ob jetzt die Zeit ist, um das zu versuchen, bliblablub. Und deswegen war ich nicht so gesprächig, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, mich dafür zu bewerben und dann schauen, was passiert. Ja. Das ist eigentlich auch alles, was die Woche passiert ist. Gar nicht so aufregend. Und ja, ich habe gerade hier ein bisschen aufgeräumt und sauber gemacht. Und es ist jetzt fast 12 und ich gehe jetzt mal frühstücken. Dann mache ich hoffentlich noch das Video fertig für heute, was ich machen wollte.
Könnte knapp werden. Und ja, dann bin ich heute nachher noch verabredet mit einem Freund und versuche einen relativ entspannten Sonntag zu haben. Mal gucken, wie das so klappt. Und ja, danke fürs Zuschauen, auch wenn das wahrscheinlich ein sehr kurzer Vlog wird. We'll be right back.